So, und wir sind live. Willkommen. Ich schaue erstmal, dass ich auf ein paar Zuschauer warte. Bin gerade hier ganz alleine. Aber das macht nichts. Ich sehe nur gerade, wie ganze Zeit irgendwelche Frames droppen. Oder auch nicht. Besser so. Besser so, wenn sie nicht droppen. Ich habe nebenan natürlich gerade gar nichts laufen. Ich bin gerade noch so ein bisschen am Rumwursteln. So, rumwursteln. Oh, jetzt so, rum, zack, zack. Chat ist drin, ist geladen. Würde ich sagen, geht's ab online, oder? Ich bin momentan. Ja, ich werde noch gar nichts erzählen, solange hier niemand ist. Das lohnt sich nicht. Ein Viewer. Bekommen, das bin ich. Ah, shit. let's go. Warte, ich muss erstmal den richtigen Ort finden. Der wäre hier. Schauen wir mal, was uns das bringt. Es gibt irgendein Problem immer mit meinem Post. Ich weiß nicht, entweder wird er immer gelöscht oder ich mache irgendwas falsch. Ich weiß nicht genau. Zugriffe 2, alles klar. Bin so ein bisschen am Einschauen. Bin noch gar nicht so viel am Reden. Tut mir leid. Oh, wir haben Viewers. Hallo, willkommen. Wer seid ihr denn? Schreibt mal was in die Kommentare, damit ich euch richtig begrüßen kann. Oder vielleicht schaut es euch erstmal an nur. Wie auch immer, ihr könnt von Anfang an direkt mitbestimmen, was ich machen soll. Ich muss halt dafür nur eure Ideen ein bisschen einsammeln, wenn ihr wisst, was ich meine. Jetzt bin ich erstmal dabei, einen Raum zu machen. Ich denke mal, jeder ist willkommen, ist okay, oder? Ja, komm, wir wollen mal nicht geizig sein. Passwort mache ich eins rein. Ich weiß nicht, ob ihr das dann sehen könnt. Jupp, ihr seht's. Na gut. Ist auch okay. Ich bin Jäger Rang 2, jetzt werde ich erstmal mein Equip hier ausrüsten, damit ich auch für die Quest vorbereitet bin. Habe ich nicht eigentlich schon ein Set gemacht? Ja, aber ein blödes Set. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, welchen. Oh, nee, ist falsch. Welche Charmtable ich habe? Ich weiß einfach nicht. Ich brauch noch ein paar Rüstungsteile, um die Legierungsrüstung zu vollenden. Aber es ist auf jeden Fall auf dem Weg. Und wir haben 4 Zuschauer. Sehr schön. Wie geht's euch denn?
Ich möchte euch nochmal dazu motivieren, mal was in die Chatbox zu schreiben. So macht es allen viel mehr Spaß, wenn man merkt, dass hier was los ist, wenn ein bisschen Leben in die Bude kehrt. Ansonsten würde ich jetzt, glaube ich, eine Solo-Quest machen. Oder ich schau mal, was meine Kollegas sagen. Ob die vielleicht mit mir spielen wollen. Das sind, wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr gestern schon eingeschaltet habt, das sind Kollegen von gestern, die sich in den Stream eingeschaltet haben und dann mit mir spielen wollten. So einfach geht es, sagt einfach mir Bescheid und ich zock mit euch. Und jetzt geht's erstmal ins Angemachte. Mal schauen. Jetzt zeige ich euch das Profil von ihm und alles, aber es geht ja nicht darum. Es geht ja eher darum, dass ich den jetzt schreibe, dass wir zocken. Nachricht schreiben. Live. Komm in PW. Und natürlich ist es kein Problem, dass ihr das Passwort seht, da ich es ja sowieso für euch hier eingerichtet habe, dass die Leute, die den Stream sich anschauen und sich denken, mit dem können wir ja mal spielen, es einfacher haben reinzukommen und dass nur die Besten der Besten, das seid ihr, die den Stream anschauen, reinkommen. So, bester Kollege von gestern. Nee, das ist nicht ganz richtig. Der Grund, warum ich das jetzt alles so ein bisschen auf letzten Drücker mache, ich habe bis eben an meinem Gunland-Tutorial gearbeitet. Das Gunland-Tutorial ist eigentlich so gut wie fertig. Es ist nicht ganz so aufwendig gestaltet, da ich mein PC neu hochgefahren habe, also neu formatiert habe. Ich habe Windows 8 installiert. Aber es sollte den Job auf jeden Fall tun. Hoffe ich zumindest. Jetzt sind es noch drei Leute. Sehr schön. Gut, dann wollen wir mal weitermachen. Na gut. Solange jetzt keiner gejoint ist, werde ich mal eine Quest im Sumpfgebiet machen. Mal schauen, was ich hier zur Verfügung habe. Oh, das sieht gut aus. Na? Was steht denn hier? Flutwald. Genau, im Flutwald muss ich rein. Landarena, Vulkan. Vulkan und Vulkan. Lamboros ist ein bisschen schwer für mich jetzt noch. Ich brauche jetzt mal eine Feuerwaffe für den. Definitiv, das ist einfach ohne geht nicht. Mach schon erstmal eine Tatzenpass-Quest, um meine Legierungsrüstung abzuschließen. Yo, was geht, Cirando? Hast du das Spiel jetzt? Stark. Schon kräftig am Zocken, hoffe ich. Wenn du Bock hast, hier. Ich habe noch einen Platz frei. Jeder ist willkommen. Ich hätte echt ablegen sollen. Ich hatte viel zu viele Sachen dabei. Oh Mann, noch Sachen von gestern Nacht, wo der Stream geendet hat. Ich habe den Stream bis
Ja gut, dann mach die Quest zu Ende und wenn du dann irgendwann Bock hast, dann frag einfach nochmal nach. Brauche ich auf jeden Fall noch. Jetzt muss ich erstmal schauen, was ich hier was loswerde, was ich nicht so dringend brauche. Ganz ehrlich, ach, der Monsterknochen ist ja kein wenig gestohlen bleiben. Auf jeden Fall sehr sehr cool. Ich habe gestern mit Splashix, der hat sich auch im Stream eingeschaltet, bis ungefähr 5 Uhr morgens gezockt, bisschen gefarmt. Oh, schaut euch mal hier die Texturen an. Wunderschön HD des Grauens. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also richtig korrekter Kerl. Und hoffentlich wird er irgendwann jetzt noch mal auf meine E-Mail antworten, von der Nachricht. Na gut. Aber wieso dann erst am Montag? Ist das WLAN dann besser? Oder hast du dann so einen LAN-Adapter? Serando. Ich hätte echt was ablegen sollen, ich komme hier nicht klar. Ach, scheiß auf Kaltgetränke. Die kriegt man in der Quest zu Hülle und Fülle. Bisschen Erzen hat Vorrang, darum bin ich auch hier. Aber es sieht auch richtig gut aus gerade, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sind schon 2 blaue Kristalle. Blau sind die natürlich, die seltenere Erze beinhalten. Diesen LAN-Adapter, den habe ich bei eBay gekauft für 8 Euro oder sowas. Das war zwar kein originaler Nintendo, aber der ist genauso gut. Das ist eigentlich einfach nur ein WLAN, ein LAN, nein, WLAN, ein LAN zu USB-Konverter. Aber wie gesagt, und da tut es eigentlich jeder, der mit der Wii, beziehungsweise mit der Wii U, ist ja beides das gleiche eigentlich von der Kompatibilität, kompatibel ist. Ja, auch Amazon, kannst du genauso bestellen. Guck mal halt, dass du nicht übers Ohr bauen lässt. Ich war gerade was im Kopf. Ah, ihr werdet so... Alter. Ich mache euch fertig. Also, wenn du an Land bist und mit dem Großschwert schwingst, dann wirst du nicht so leicht von dem gegnerischen Angriff zurückgeworfen. Aus irgendeinem Grund, wenn du im Wasser bist, könnt ihr das nach wie vor. Ein bisschen blöd. Ja, eBay wäre billiger, aber du musst halt auf jeden Fall gucken, dass du einen Händler mit PayPal findest. Alles andere wäre zu riskant. Ich glaube, das war's jetzt auch schon mit den Erzen hier in diesem... Ah ne, warte mal, hier gibt's noch welche. Nicht hier, sondern... Oder doch vielleicht auch hier. Aber auf jeden Fall noch in Areal 8, da wo der Gobul immer hingeht, um zu schlafen. Und der Royal Lutroth, beziehungsweise königlicher Lutroth. Heute gibt's ein anderes Problem mit dem Stream. Gestern war das halt sehr interessant, weil es viele Leute gab, die noch nicht das Spiel hatten. Heute ist es ja offiziell draußen. Ja, Angeln ist auch richtig blöd. Du musst halt einfach nur gucken, dass du im richtigen Moment A drückst, wenn der Fisch anbeißt und so ein bisschen zappelt. Ich finde die Quest einfach langweilig, deswegen hasse ich sie.
Aber soweit ich weiß, brauchst du gar keine Angelquest abzuschließen, um im Spiel fortzuschreiten. Ich will mir überlegen, welche Dual Swords ich mir als nächstes machen soll. Ich will mir auf jeden Fall vermutlich die, was heißt auf jeden Fall, ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich wollte mir vermutlich die Lagia Cross Dual Swords machen. Ja, es kann gut sein, dass wenn du alle Quests abschließt, dass du am Ende vielleicht was sogar bekommst. Wer weiß. Der hat gut überlebt. Ich glaube, das war's dann jetzt auch mit den ganzen Herzen, die man hier einsammeln kann. War aber auch schon mal gut. Ja, ich weiß, in Monster Hunter Freedom Unite war das so, auch in Portable Third. Da hast du dann eine richtig schwere Quest freigespielt. Ach stimmt, in Monster Hunter Freedom Unite hast du den Doppelreihen freigespielt, kann es sein? In Portable Third hast du nämlich dann freigespielt, dass du gegen Narakuga, Tigrex und Devil Joe in einer Quest hintereinander in der Arena kämpfen musst. Auch nicht von schlechten Eltern. Wie schaltet man dann die Dings eigentlich frei, diese Farbpaletten? Man kann ja einmal freispielen, dass man die S-Rang-Waffen, also die High-Rank-Waffen und G-Rank-Waffen beziehungsweise Rüstungsteile, meine ich, so halt von der Farbe verändern kann. Und einmal auch, dass sie diese Regenbogenfarben haben, dass sie halt jede Farbe annehmen. Wie geht das? Mein Ziel ist es heute im... Was ist mein Ziel? Vermutlich erstmal eine paar Waffen mir aufzubauen. Sowas wie Dual Swords, eine gute Gunlance, eine gute... Ein gutes Großschwert habe ich ja schon. Dual Swords. Ja. Dann noch vielleicht ein cooles Rüstungsset, Lagia Cross Rüstungsset vielleicht. Das wollte ich mir eigentlich machen. Und dann heißt es grinden, 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 dass man auf den, dass man in G-Rank kommt. Hüfte, Legierungsset. Und ausrüsten. Alles klar. Käfer habe ich immer noch nicht. So, jetzt habe ich ein paar Skills freigespielt. Experte, also Catches Auge plus 1, windsicher und schnelles Schärfen. Die Skills passen nicht ganz zu der Waffe. Weil das Großschwert hat dieses Problem sowieso nicht mit dem windsicher und mit Schärfe. Das wäre mehr sowas für die Dual Swords, die ich noch nicht habe. Oh ja,
Jeder hat ein Problem, hat Anfangsprobleme mit Monster Hunter, da musst du dir keine Sorgen machen. Da war ich nicht Leider. anders. Ich werde vermutlich auch wieder Probleme haben. Vor allem jetzt, wo ich das online mache, online spiele. Und dabei noch reden muss und ein bisschen auf den Chat achten muss, da bin ich natürlich auch nicht in Bestform. Wird auch so ein paar private Sessions geben, wo ich dann ja mein Bestes gebe oder geben kann. Das kann ich halt nicht, wenn ich spreche oder gleich richtet sich ja noch rein. Kombi könnte ich machen. Ja, Kombi. Dualsatz. Ja, warum eigentlich nicht? Was eine Waffe benutze ich da am besten? Das ist Bullshit. Ich habe immer noch nichts abgelegt, Mann. Ach, klasse. Mein Kollege will einfach nicht antworten. SplashX will wohl nicht mit mir spielen. Ich schaue euch gerade mal, was mit dem los ist, warum er nicht antwortet. Und vielleicht. Ja, danke schön, vielen Dank. Ja, hoffe ich auch mal. Die Sache ist halt, habe ich ja schon davor beschrieben, dass das Spiel jetzt heute offiziell draußen ist und viele vermutlich einfach selber spielen möchten. Nur das ist ja kein Problem. Können ja herkommen und dann mit mir zocken. Und keiner antwortet. Keiner mag mich. Na gut. Ja, bei mir steht auch nur Best. Ich glaube, das ist 320. Also recht schlecht. Das Problem ist, eine bessere Qualität kann ich erst freispielen, wenn ich, glaube ich, was heißt freispielen? Freischalten, wenn ich etwas öfter streame, paar mehr Views kriege und sowas. Weil die dann sich denken, bei dem lohnt sich's, weil sonst geben sie sich nicht die Mühe, ihre Server mit so einer Last zu, mit so einer, ja, Datenmasse zu belasten. Ich bin kurz mal AFK, ich bin 2 Minuten hier da. Yeah.
Was meinst du mit Thread pushen? Ich bin gerade nämlich drauf. Mach ich mal antworten. So, dann habe ich das jetzt mal gepusht, habe ich in Form einer nochmal auf, eines Aufrufs. So, dann geht's mal weiter. Ich muss erstmal Items ablegen, sonst geht hier gar nichts. Zum Glück ist Lagombi nicht großartig kompliziert. Kaufe schon mal ein paar Tränke. Welche Sterne habe ich noch? Ja, das war's eigentlich. Läuft eigentlich noch die Musik im Hintergrund? Und wenn ja, ist die zu laut, zu leise oder geht es? Gut ist, wenn du diese Quest alleine machst, hast du sehr viele Tränke und sehr viele Rationen. Eigentlich mehr, viel mehr als du jemals in einer Quest benutzen könntest. Wenn ich mich nicht irre, gibt es ja auch noch, gibt es eigentlich in diesem Spiel Subquests. Das frage ich mich nämlich. Best Info? Ne, leider nicht mehr. Ich fand das Subquest-System ziemlich gut bei Monster Hunter 3. Warum sie es entfernt haben, weiß ich leider nicht. Bam, ins Gesicht. Ups. Mist. Wo wollte ich jetzt Zeit wollen, weil da war die Kamera gerade in einer blöden Position. Kein Problem. Also keine Ahnung, aber mit dem Großschwert treffe ich das den Kopf immer, aber mit dem Hammer habe ich die größten Probleme. Immer wenn ein Rage Mode ist, ist es eine gute Chance, einen Schlag ins Gesicht abzukriegen, wenn einen aufgeladenen Schlag zu feuern. Und wenn ich, wie ich ihn kenne, nein, aber ich kann verstehen. Gewöhnlich ist schon kaputt. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man die mit dem Monster nicht ja, vertraut ist, dass das durchaus kompliziert werden kann. Zum Beispiel bei dem hier. Der hat diese Rutschattacke und die ist so nervig, wenn du nicht ungefähr weißt, wie er die einsetzt oder wie das, ja, wie das aussieht, wenn du sie einsetzt, dann hat man da größte Probleme. Shit.
glaube, ich aktiviere mal die Zielposition. Genau. Sorgt mir den leichteren Blick. Jetzt dreht er sich die ganze Zeit nur. Glauben. Ich habe mir letztens mal durchgelesen, was wohl Kriterien sind, um einen interessanten Let's Play oder ein interessanter Commentator zu sein bei Videospielen. Die sagen, die schwören darauf, dass man Geschichten aus dem Privatleben erzählt. Ja, das ist eigentlich so eine Geschichte. Allein schon mein Name. Ach, man kann ja eigentlich alles Mögliche erzählen, aber nicht alles ist interessant. Oft, was mir halt einfallen würde, wären Geschichten aus meiner Schulzeit oder Geschichten aus meinem Berufsleben. Weil Berufsleben ist ja bald so, dass ich meine Ausbildung anfange. Entweder als IT-Systemelektroniker oder als IT-Systemelektroniker oder. Oh, ich habe das geschafft. Ich habe gerade gefragt, ob ich den Charging kriege. IT-Systemelektroniker oder Fachinformatiker Anwendungsentwicklung. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber bei zwei Betrieben sieht es ganz gut aus. Ich glaube, ich sollte noch nicht unbedingt sagen, bei wem, weil wenn wir das rauskriegen, könnte es eventuell Stress geben. Ja, ich freue mich eigentlich schon drauf, weil das ist doch mal was Interessantes. Ich hatte immer das Problem, dass die Jobs, die ich angefangen habe, meistens nach einer sehr kurzen Zeit, meistens 3 Monate, das ist eine ziemlich gute Zeit, langweilig werden. Weil ich wohl immer Abwechslung brauche oder halt etwas, was mich auf Trab hält. Oder was heißt mich auf Trab hält? Was mich halt, ja, besser gesagt, mein Kopf so ein bisschen im Schwung hält. Was mich immer nach einer Zeit schon irgendwie stupide wird oder routiniert. Etwas, was mir halt immer wieder mal ein bisschen Brain Crack gibt, dass ich mal ein bisschen wieder mein Kopf einschalten muss und ich einfach da sitze und die Arbeit stupide erledige. Das ist mein größtes Problem. Ich habe kein Problem, das kennt jeder, ist ein Problem, ist halt gerade vorreichend. So, das ist bei mir, das geht eigentlich nicht mehr mittlerweile. Das hat von nicht hin. Der macht beim zweiten Schuss, also bei der zweiten Eiskugel, macht er einen richtig großen Schritt nach vorne. Dass in einem Stream oder generell auch bei YouTube-Videos vielleicht generell es erst interessant werden, sobald die Zuschauer dazu kommen. Das ist meine Meinung. Ich kann auch nicht irgendwie tun, dass wenn mir gerade jemand zuhört, wenn mir gerade keiner zuhört. Das finde ich einfach, ich komme mir da komisch vor. Vermutlich ist es nur ein bisschen Übung. Sobald man mal ein bisschen Kontakt mit seinen Zuschauern hatte, kann man sich da vermutlich ganz gut reinversetzen. Ey, ich krieg da gerade überhaupt nichts. Aber das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu schwer, aber macht es halt mehr Spaß, mit Leuten gerade zu schauen. Noch ein grüner Scherz. Beim Großschwert ist es wichtig, viele kleine Attacken zu machen, anstatt immer versuchen, die aufklärende Attacke zu machen. Aber es macht einfach zu viel Spaß. Jetzt zum Beispiel, das war geil. Das hat mir so richtig Klicks gegeben. Also, ich probiere nicht. Ich
Na, vielleicht war es auch nicht. Ich komme mir gerade richtig blöd vor, Mann. Keiner ist hier. Ach, das war doch fertig. Das war ein sauberer Schlag. Ich weiß gar nicht, wie seine Blitzresistenz ist. Das ist hoch, ist niedrig. Der hat echt viel Leben, wenn man den allein macht. Spaß. Alter, jetzt merke ich gerade, dass ich hochgescrollt bin und die ganze Zeit schon da hier was steht. Ja, sorry, ich habe nicht gesehen, dass du was geschrieben hast. Ich war nämlich oben im Chat irgendwie stehen geblieben und der ist nicht mehr automatisch runtergerutscht, wenn Leute was schreiben. Deswegen habe ich das nicht gesehen. Finde ich gut, dass du noch da bist. Stark. Okay, die Sounds in-game sind zu laut. Das ist kein Problem. Erledigt. So, jetzt sind sie viel leiserer, müssten die sein. Dankeschön. Der geht mir gerade richtig auf den Sack, der Lagombi. Alter, verpiss dich mal, du Schmock, ey. Du, das gibt's doch gar nicht, Mann. Ah. Und gestorben. Schön. Es ist auch nervig, also vor allem mit dem Großschwert. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Am besten ist da mit Dual Swords oder dem Kurzschwert, also Schild und Schwert. Aber das ist halt mal, das Großschwert hier ist gerade meine stärkste Waffe, das ist auch vom Lagiakrus. Nur so stark scheint es ja dann doch nicht zu sein. Der ist doch ein... Das gibt's auch gar nicht, Mann. Das war auf jeden Fall knapp. Ich bin gerade gar nicht mehr von meinem Können überzeugt, ey. Fuck. Ich mache auch die ganze Zeit Fehler und... Was soll das jetzt? Keine Ausdauer mehr. Fuck. Das macht echt keinen Spaß. Aber wenigstens diese Dodge Roll habe ich richtig gemacht. Jetzt fresse ich was und werde direkt gestört. Doch nicht? Alter Mann. Lagombi, lass mich in Ruhe. Nee, Großschwert ist auch nicht das Bessere. Darüber habe ich auch letztens gesprochen im Livestream. Da hat mich jemand... Ich weiß nicht, ob du das warst. Nee. Warst du das? Nee. Das war jemand anderes. Und da hat er mich gefragt, was wohl so die beste Waffe wäre oder meine Lieblingswaffe. Da habe ich gesagt, so die Waffen sind mittlerweile sehr ausgeglichen geworden. Das Problem ist aber, dass es einfach Waffen gibt, die gegen andere Monster nicht so gut geeignet sind, weil die sich vielleicht zu schnell bewegen und du nicht den Angriff hinkriegst. Und ständig verfehlt, weil deine Angriff zu langsam sind. Oder die sind zu groß, du kommst mit deiner Waffe nicht an die empfindlichen Körperteile. Sowas, solche Faktoren sind dann eher zu beachten, wenn man von beste Waffe redet. Es gibt also eher nicht eine beste Waffe, sondern eher eine beste Waffenklasse für ein Monster oder sowas. Schön verfehlt, geil. Ich hätte echt langsam genug Lagombis, Mann. Allein schon die Demo. Da gab es schon genug Lagombis zu bekämpfen. Da könnte jetzt echt mal bald am Arsch sein, ey.
Krieg nochmal? Tja. Mein Gott, der will einfach nicht sterben, ey. Das Problem hatte ich auch schon in der Demo, als ich gegen den gekämpft habe. Die Monster sind hier am Humpeln, aber brauchen irgendwie nochmal 10, 100 Schläge. 1000 Schläge, bis sie dann mal wirklich down sind. Man hätte sie schon längst fangen können, aber bis sie dann mal wirklich vom Schaden her tot sind, keine AP mehr haben, dauert es unendlich lange. Ich mich ein bisschen gedreht. Hätte ich es geschafft, mich ein bisschen zu drehen. Das meine ich, ihr macht da wieder so einen langen Schritt. Aber ich habe ihn trotzdem getroffen. Stark. Mal schön ins Gesicht geschlagen. Und ich hab's geschafft. Endlich. 14 Minuten habe ich gebraucht. Scheiße, ey. Jo, was geht? Ey, Junge, ich habe dir schon 10.000 Nachrichten geschrieben. Warum kommst du nicht mal? Warum antwortest du nicht mal? Ja, Splashix 84. Dachte ich mir schon. Eins, 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 eins. Viermal die Eins. Ich hab's ja auch übrigens in der Nachricht geschrieben. Ist der Thread von mir noch da, ja? Weil der wurde irgendwie in den letzten Tagen. Also ich hab den schon mal um 3 Uhr gemacht, ein Thread. Der war einfach dann gelöscht worden oder sowas. Oder vielleicht habe ich ihn nicht richtig gespeichert. Ich weiß es nicht genau. Ohne Isisium, sehr gut. Das habe ich gebraucht. Sechs Zuschauer. Halleluja. Oder fünf hier in dem Fall. Halleluja. Willkommen beim Livestream, neue Zuschauer. Macht euch bemerkbar, schreibt was in die Kommentare. Teilt eure Meinung, eure Wünsche über das Spiel aus oder spielt einfach mit mir mit. Ich bin Snipe und ich mache den Livestream heute für, ich würde mal sagen, gut ein paar Stunden. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr Fragen habt, mir Fragen stellen. Fragen aller Art sind willkommen. Ich werde vermutlich später auch noch von einem Freund. Kollegen, den Zamba, mit dem ich den Monster Hunter Cast gemacht habe, besucht hier online, meine ich. Und dann werden wir alle ein bisschen Spaß haben. Wieso versucht das jetzt nochmal? Eigentlich müsste es kein Problem sein. Viermal die Eins ist das Passwort. Raumname ist Snipe. Freies Spiel. Lobby 1. Ein Spieler von vier Spielern ist drin. Alle sind willkommen. Kommentar. Jeder ist willkommen. Scheint so, als wenn es jetzt langsam hier Leben in die Bude kommt. Rote Korallensteine findest du. Ich gehe mal davon aus, dass du gerade im Wüstengebiet bist. Im Gebiet 4. Oh Mann, was ist das andere da? Ich habe erst gerade die Dings nicht im Kopf, die Karte. Einmal in dem Höhlengebiet, wenn du erzt. Und einmal da im Gebiet 3. Ui, yo. Was geht? Warte mal, ich mache etwas leiser. Junge, hörst mich? Ja, ich höre dich. Ich glaube, die Welt hört dich auch. Du hörst mich? Achso, warte mal. Mikrofon an jetzt. Ich höre dich, ja? Die Welt hört dich auch. Gut, okay. Autoblock. Oh.
Alter, echt? Und ich habe noch bis 8 Was Uhr hast du war ich gemacht? noch wach, Alter. Noch gezockt oder was? Ja. Hab mir die Scheiße Hat Blitz nicht Blitz Zahl funktioniert, gell? angeguckt, aber die Scheiße Haut ist ja down da. Scheiße, Mann. Nee, keine Ahnung, Scheiße. ja, wenn ich auf Absenden drücke, dann passiert da nichts. Wir werden gleich nochmal Besuch bekommen. Okay. Du musst Erzen, Serando, das kannst du nicht einfach so sammeln, das musst du von den ja von diesen Kristallen da, wo du die Spitzhacken drauf benutzen kannst, holen. Oh Mann. Bin gar nicht so motiviert zu zocken, ehrlich gesagt. Hab gerade einen Lagombi gemacht. Und kann mir jetzt vermutlich die Lagombi Dual Swords machen. Ich schau mal gerade. Nee, ich habe nicht genug Geld, aber sonst die Teile habe ich. Ich bin gerade noch ein bisschen müde, ey. Nachricht bekommen? Ja, ich auch. Ich bin jetzt aber schon eine Weile wach, aber. Was sollen wir machen? Sehr gut. Warte ganz kurz, ich muss schon Oh, meine süß. Freunde verabschieden. Moment, bin gleich bei dir. Was? Kommst du Boah. gerade? Alter, ich hab voll Hunger, Mann. Shit, kann ich einfach was essen? Hey Keule, was geht? Hallo? Yo! Ah, Chico oder was? Hallo? Hey! Ah, Chico, Ja! grüß dich. Überraschungsgast oder was? Er hat's auch geschafft. Ja, Mann! Echt stark! Klar. Ich habe immer noch Hunger, Mann. Es gab noch keine. Heute gab es noch keine neue Event-Quest. Hä? Ich habe mir gerade fett was vom Asiaten bestellt. Liefern die das? Dann wieder fett was vom Asiaten Yo, bestellt. Mr. SpongeTop, wie geht's? Ich hoffe, Ja, bei mir. du genießt den Stream mit mir und meinen Kollegas. Ja, klar. Was wollen wir denn jetzt machen? Wollen Wollen wir mal einen Diablos versuchen? Der Stream ist arg zeitverzögernd, gell? Ja. Hey. Was sagt ihr, Diablos? Es laggt ein bisschen. Was meinst du mit lag? Meinst du, Ja, dass so ein egal. bisschen, so ein paar Frames übersprungen wird? Dafür kann ich leider nichts. Also dagegen kann ich leider nichts machen. Liegt an meinem Internet. Rathalos. Rathalos ist eigentlich eine gute Idee. Ja, ich weiß schon. Ich beende mal Skype. Ja, auf Rathalos hätte ich auch Bock. Ja gut, dann machen wir mal ein Rathalos. Rathalos mit Doppel-T. Rathalos. Okay, dann auch. Ich bräuchte unbedingt eine bessere Internetleitung. Das Problem ist, ich habe noch schon eine 16.000er. Und, oh, wer ist Yoshi? Ah, cool. Kollege von mir.
Wollte ich jemand anderes noch dazu kommen? Nee. Also ich muss es mir irgendwie bequem machen. Irgendwie muss ich schaffen, dass ich mich irgendwo bequem hinsetze. Ich hab Bock mehr auf diesen Holzstuhl. So. Ah, stark. So lässt sich's leben, ey. Ich hab versucht, mein Charmtable zu ermitteln. Nur ich habe noch nicht genug, noch nicht genug, sorry, noch nicht genug Talismane gefunden, um das irgendwie ausschließen zu können. Ich weiß also noch nicht, welchen Charmtable ich habe. Was ich aber weiß, ist, dass ich keinen verfluchten Charmtable habe. Also kein von 11 bis, ich glaube, 17. Was doch mal schon mal eine sehr gute Nachricht ist. Und ich war gerade in Spaß und habe gerade alle Blitzbomben und alle Antidoten geholt. Sorry. Respektiere meine Autorität. Oh, Spaß. Rathalos wird vermutlich in der 4 sein, beziehungsweise in der 3. Ich habe keine... Fuck, ich habe keine... Dings, keine Karte mitgenommen. Ein Charmtable ist... Guck mal, hier in diesem Spiel wird es anhand deiner Charmtable entschieden, was für eine... anhand deiner Charmtable entschieden, welche Talismane du möglicherweise kriegen könntest. Manche sind besser geeignet für manche Skills in den Talismanen und manche schlechter. Und dann gibt es auch noch die Verfluchten, die ungefähr zwei, nur 200 verschiedene Talismane haben. Und wo du halt praktisch gar keine guten Talismane kriegst. Ein Schlag auf den Kopf. Und jetzt krieg ich vermutlich einen Feuerball ins Gesicht. Nein! Oh, ich kann mich noch bewegen. Krass, das haben die geändert. Normalerweise kann man sich nach dem Schrei gar nicht bewegen. Was macht denn der da? Chillt einfach ein bisschen in der Luft. Bam, Kopf geplatzt. Weg hier. Danke. Ah ne, es geht immer noch nicht. Schade. Der rastet aus halt. Der Kranke. Der ist echt auf Crack, Junge. Gute Arbeit. Das tut mir leid. Ich merke gerade echt, die ist die beste Rüstung. Was, eine bessere Rüstung als die Lederrüstung? Und ein Raphael-Helm. Ehrlich, hast du dich schon aufgerüstet? Ach so. Wie viel Verteidigung habe ich denn? 80, auch nicht schlecht. Wow, das war knapp. Ich habe eine richtig schlechte Feuerverteidigung. Wenn mich so ein Feuerball trifft, bin ich sicher fast am Ende, Junge. Nein! Jetzt habe ich beide Flashbombs verschwendet, Mann! Alter, der kann doch nicht still sitzen. Oder fliegen.
Immer wenn ich angreife, bewegt er sich und ich verfehle ihn. Wer ist denn das? Wie schon auf Tasten klopft, ey. Vermutlich Chico, ja. Okay. Ich komme nicht weg. Was? Lass mich raus. Boah. Nee, ich werde verreckt. Alles gut. Haut er ab oder greift er an? Ja, haut ab, ja. Er verpisst sich. Ja. Nee, ich glaube, er haut ab, oder? Zurück zu 4. Auf und davon. Doch nicht, der geht fressen. Oh, Maus im Bild, gar nicht gepeilt. Weg ist er. Wir spielen jetzt seit, ich glaube, 15 Minuten, aber der Stream läuft schon etwas länger. Wieso hast du ihn eigentlich noch nicht ausgenockt? Oh, komm schon. Wow, nein, ich habe mich in den Feuerball gerollt. Och, Mensch. Achtung, Bob. Flieg. Alter, Chico hat's erwischt, ey. Also eins muss man sagen, kann er. Tja, der weiß auch nicht, welche Richtung der gucken will. Wow. Wann fällt eine Thelma ab, ey? Oh. Als wenn man von Teufel spricht. Sehr leise. Wow, Kacke. Das ist der... Genau. Göttlicher Schutz. Alles klar. Göttlicher Schutz hat, glaube ich, eine 25-prozentige Chance, den Schaden, den du erleidest, um 30% zu verringern. Oder eine 30-prozentige Chance, ihn zu verringern, ich weiß nicht. Eine kleine Millisekunde früher. You're not going anywhere, motherfucker. Junge, jetzt knock den noch mal aus. Oder töt ihn. Beides geht. Wie sieht's aus? Unter 10 Minuten. Hammer.
Ab wann kriegt man eine Katze? Das, die kriegt man offline, wenn man ein paar Quests erfüllt hat. Ich glaube, ab dem dritten Stern kriegt man eine Katze. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Du meinst Chatschaut. Ich glaube, den habe ich schon. Den Tail nicht vergessen. Ja, den kann man ab dem dritten. Weiß gar nicht, wann man Kayama kriegt. Flieg. Alter, ach, schade, ich dachte, ich würde euch beide in die Luft hauen. Ja! No skill luck. Mal schauen. Habt ihr eine Platte bekommen? Ich habe massenhaft Schuppen bekommen. Jetzt bin ich mal gespannt, was der Waffen ich jetzt von Rathalos machen kann. Aber eigentlich ist es offensichtlich. Lanze, Kurzschwert, Großschwert. Oder gar nichts davon. Oder gar nichts davon. Großschwert nicht Aber ich direkt. sehe die noch gar nicht. Großschwert kann man sich machen. Schwert und Schild. Du hast recht. Doppelklingen kann man sich machen. Hammer. Und Die Jagdklinge Doppelklingen kann man sind sich der machen. Hammer. Doppelklinge wäre nicht schlecht, Alter. Bam, Junge. Ja, ne? So richtig. Ich würde sagen, wir machen noch einen Verlust, oder? Hat jemand was dagegen? Ja, nee, lass mal machen. Sekunde, wir sind gleich soweit. Ich gucke nochmal nach alles durch. Lanze kann man doch eigentlich auch machen. Ja, Rotschweif. Alter, ist sie stark. Was soll denn der Scheiß? Na dann. Dann habe ich jetzt auch einen Plan. Der Plan ist, wir machen noch einmal Rathalos. Dann macht sich jeder eine Feuerwaffe. Dann killen wir Baroth. Dann macht sich jeder eine Eiswaffe. Und dann killen wir Diablos. Hey. Du bist voll dabei, du. Ich mache mir Jo, die lass Dual machen. Swords von Lagombi. Als Eiswaffe. Die wollten Dann wir sind auch wir jetzt zu machen, viert mit aber Dual Swords. Geil. Weil ich habe keinen Bock auf Lanze, auf Hammer auch nicht. Gunlance. Die sieht ekelhaft aus, die Lagombi Gunlance. Gesundheit. Aber die Lagombi Gunlance sieht Gunlance scheiße war aus. doch geil. Das ist irgendwie so, weiß nicht, so pelzig und alles. Ey, Splashex, lass mal Arbeiten machen wir jetzt einen diesmal Moment. Rathalos vielleicht ausnocken, oder? Was meinst du? Nein, Soll ich wir die machen doch doch einmal jetzt nehmen immer oder noch soll ich Rathalos. die Doppelklingen von Lagombi genommen? Wäre halt schon cool, wenn du da Ja, sehr gut. noch den Hammer nimmst. Ich find's komisch, dass es hier einfach kein Buggy gibt. Kein Großbuggy. Weil ich brauche den Was, Buggy, ne? damit Zum ich mir Kunde. die Lagia-Krust Doppelschwerter machen kann. Ja, komisch. Offline gibt es die alle, aber online nicht.
ist halt so, dass sie sich nicht Ja, vielleicht anbieten, ist es echt zumindest so nicht so gedacht. online spielen, ne? Ich brauche auf jeden Fall die Feuer-Dual Swords. Man braucht dafür auch Rathian-Teile übrigens. Ja, der wird aber, glaube ich, Ja, sofort zu steht viel auch bereit. rüberfliegen, wie das letzte Mal. Können Wie wir dann bitte? nochmal Lach machen? Ja, gerne. Ja, genau. Und dann nochmal Agi machen können. Ja, genau. Nicht weg. Krise. Ah, nichts passiert. Weil es im Ziel doch besser gewesen wäre, weil die Katzen nerven. Gute Arbeit, Splashex, hast beinahe den Kopf getroffen. Oh, mein Ende, ey, mein Ende naht. Wow, was? Mach ich den Ah, der hier, konnte nicht ey? so weit zurückfliegen. Na gut. Oh, das ist aber Ein Schuss krass. tot. Ein Naja, ich Schuss, habe da ein ein bisschen Schuss Leben nur. abgezogen bekommen, aber so sieht's aus. Sein, dass deine Meine Feuerresistenz ist Feuerverteidigung sehr größer schlecht. ist? Minus 5. 80. Wie viel Verteidigung hast du? Nein, auf keinen Fall. Doch nicht diese Hast du Pisserrüstung hier. verbessert? Verschwende ich keine Rüstkugeln an. Aber besser ist es eigentlich, ne? Ich hab diese scheiß Viecher da paralysiert. Ja. Haut er ab? Ja. Ich gehe zu vier. Ich tippe auf 4. Oh, ich gehe jetzt Erz, ne. Warum wohl? Jetzt geht er aber, jetzt greift er an. Stellt euch alle unter ihn. Uiuiui. Ja, okay. Die Feuerwehr macht es auch nicht mehr so weniger Schaden bei mir. Dankeschön, dass ich gerettet bin. Dankeschön, dass ich gerettet bin. Kein Problem.
an, wieso lockt ihr denn nicht aus, ey? Alter, ich krieg's einfach nicht gebacken, seinen Schwanz zu treffen. Wer hat denn die Flashbombs? Oh, lol. Wenn er in der Luft ist, holt ihn mal runter, dass ich seinen Schweif angreifen kann. Splashix. Nee, Yoshi. Danke. Ich wäre gerade noch mal gestorben, ey. Alles wird ab, alles an. Ja, ich finde irgendwie keine Möglichkeit anzugreifen. Oh, komm schon. Natürlich Erholung erhöht, um schneller zu heilen und dann kommt auch. Das war ungünstig. Jetzt rennt er und legt sich. Nee, doch nicht. Oh Mann, ey. Ich glaube, das war laut. Alter. Ja. Ja, das war laut. Warum? Endlich. Nein. Jetzt rastet er aus. Ja, knock ihn nochmal aus. Ja. Immer rein, ey. Ja. Stark. Ich glaube eher, dass er direkt zu 6 fliegt. Weil er Schweif. Ah ne, es ist echt zu viel. Er ist doch hier schon. Chico. Ja. Das wird knapp.
Ach Mist. Lass ihn einschlafen, ich werde mit dem Schwert draufhauen. Ja, okay, zu spät. Er wartet auf mich mit Hammer. Ich wollte gerade auf den Rand gelaufen. Nee, der hätte vermutlich angegriffen. Wenn er diese Bissattacke macht, humpelt er davor auch erstmal zum Gegner hin. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Dings. Okay. Bin mal kurz ab, ja. Jo. Perfekte Tarnung. Ich war mir nicht sicher, ob ich ihn vergessen Nein, ich habe, aber hab ich Tail glaube nicht. vergessen. Ich habe 3 Platten im Tail gekauft. Mein Handy klingelt. Doch nicht. Oh ne, mir fehlen noch Ey, Jungs. zwei Flammenbeutel. Jungs. Mir fehlen noch sechs Ein. Flammenbeutel und eine Schuppe. Warte mal, Sekunde. Nee, ich. Noch keine Panik. Wie kriegt man denn bitte Raphalos, Mark? Wie kriegt man denn Raphalos, Mark? Weiß es einer? Ehrlich? Bei Rathian. Rathalos kann den auch kriegen. Also bei Rathalos geht der auch. Wir müssen jetzt immer nur bei Radian bekommen. Dann ich brauche Ich noch habe einen gerade einen nämlich. bekommen. Wir brauchen beide noch die dringende Quest mit Lagi. Hm.
Was machen wir jetzt? Ich weiß noch nicht. Mal schauen. Wie stark ist denn dein Hammer, Splashix? Ach, weißt du was? Ich guck's selber. Warte, kann ich gleich sagen. Nein, ich kann gar nicht gucken. Sag mal. Ach, Krise. Krise. 676. Und grüne Schärfe. Und 100 Dollar Schaden. Genau, richtig. Hey. Genau, wieder da. Hallo, Bebe. Schon wieder keine verdammte Platte, Alter. Der Djinn. Ey, ich habe bis jetzt bei den zwei Raffalos nur einen Panzer bekommen. Aber 1000 Schuppen und ich höre mich gerade selber von irgendjemand. Jungs, ich würde es für eine bessere Idee halten, wenn wir jetzt erstmal noch einen Raphalos machen. Dann haben wir es nämlich auch mit dem Lagiakus einfacher. Weil dann kann sich vermutlich jeder da eine Waffe machen. Oder? Hört sich gut an. Mir fehlen noch 6 Flammenbeutel für eine Waffe. Ich glaube nicht, die kriege ich beim Raphalos. Was willst du denn machen? Brauchst du ja so viele Flammenbeutel? Ich hab die schon, ich brauche nur noch einen Raphalos-Mark. Und halt ein bisschen Geld. Nein, nein, nicht beide. Raphalos-Mark habe ich 2. Probier dann nochmal, nur bei denen. Ab HR2 kannst du die kaufen. Also normale Tränke. Benutzt jemand die Lautsprecher des Wii U Gamepads um für den Chat? Meint ihr, könnt ihr das ein bisschen umstellen, so auf den Fernseher vielleicht drüber, weil ja, man hört sich immer selber. Und das kommt dann auch so im Stream an, nämlich. Das machst du in den Optionen. Ne, warte mal, Sekunde. Schwachsinn. Online oder Netzwerkoption? Ne, doch, Netzwerkoption. Chat-Einstellungen. Und dann Spielchat-Ausgabe Typ 2. Dankeschön. Aber. Alle ready? Weiß einer, wann man wieder die Charm-Tables begrüßen kann, weil ich will nicht wissen, was... Das weiß ich leider auch nicht, Mann. Aber das Problem hatten wir ja gestern auch schon. Die einzige Möglichkeit ist, dass du halt ein Charm findest und es dann über ein Programm ausschließen lässt, in welchem du bist. Aber genau sagen, weiß ich halt nicht wie.
Da hat jemand ein Samsung-Handy. Okay. Alle hassen es. Das typische Samsung-Geräusch. Und er ist weg. Oh Gott, der fliegt in Richtung Bahn. Wenn du willst, können wir gleich mal wieder ein bisschen eine kleine Erz-Session starten. Nach dem Lagia-Cross auf jeden Fall erst. Nach den beiden, besser gesagt. Ist er echt dahin geflogen? Warte mal, was machen wir denn gerade? Wir machen doch gerade einen Raffalos, oder nicht? Alter, die kleine Scheiß-Glitch-Katze hat Ist mich er echt zu Kaffee acht geklappt aus, geflogen? ey. Hier ist ein. Junge, was ne Scheiße, ey. Ach, daneben. Ach, schon Da wieder. hat jemand noch den Ton drin. Getroffen. Na egal. Ich weiß nicht genau, von wem der Ton Hier? kommt. Ich habe auch auf der einen auch relativ leise, und mir kommt aber ziemlich tropfig. Kann ich den Shit wieder auf das Gamepad machen? Bei Fernseher ist der zu leise. Klar. Halt echt blöd für die Aufnahme. Weil man hört sich dann immer doppelt und zwar auch im Stream. Oder beziehungsweise man hört die anderen Leute doppelt durch dich. Ach, zieht er dir nochmal zusätzlich Leben ab in diese an der Lava oder was? Chico hat's erwischt. Crack-Modus. Geht denn bei dem? Au, Junge, was? Wir haben es gepeilt. Habe ich fast gedacht, dass er das macht, ey. Eigentlich macht das ja gut, für sich zumindest.